Ich bin nicht unbedingt positiv gestimmt dem Run gegenüber. Auch wenn Little Chub hier so ziemlich die gesamte Arbeit macht. Aber ich weiß echt nicht, wie weit ich mit so wenig Schaden und so wenig Leben noch kommen soll. Auch wenn ich ein Seelenherz erhalte, das rettet mich nicht. Nein, das rettet mich wirklich nicht. Vor allem muss ich jetzt irgendwie an dieses blöde Gehirn da hinten rankommen. Ich weiß nicht wie. So. Kiste mit einem Herz und Goldraum. The Mulligan, they grow inside. Immer wenn wir Gegner töten, kriegen wir jetzt, glaube ich, Fliegen zur Unterstützung. Schon mal schön. Chub gegen Little Chub letztendlich. Weil ich mache kaum Schaden. Das ist praktisch gesehen ein Chub gegen Little Chub Kampf. Und Little Chub macht ziemlich viel Schaden. Auch wenn er nicht aussieht wie Little Chub. Es ist Little Chub. Akzeptiert es. Greif ihn an. Wow. Jetzt müsstest du bitte langsam sterben. Danke. Kartendeck ist wieder einsatzbereit. Wir haben zweimal Tour of Clubs erhalten. Okay, ich hätte gerne eine zusätzliche Bombe. Denn dann könnte ich mir 4-8 Bomben draus machen letztendlich. Das ist böse. Das ist ziemlich böse. Wir sind übrigens schon bei Mom angekommen und wir haben einfach die dümmsten Items, die ich jemals hatte, glaube ich. Abgesehen von Little Chub, der ist cool. Ich hätte gerne eine zusätzliche Bombe, das wäre echt toll. Nein, mich bitte nicht angreifen. Bitte. Nein. Aua. Schlecht ausgewichen, ganz schlecht ausgewichen. Okay, jetzt haben wir ein kleines Problemchen, weil ich mit euch irgendwie klarkommen muss. Für die nächsten paar Sekunden zumindest. Ja, natürlich ein Vorteil, wir spawnen fliegen, wenn wir Gegner treffen, glaube ich sogar. Kommt mir zumindest so vor. Aber es stirbt leider gerade keiner von denen. Ziemlich genau gar keiner. Ich höre zwar ständig das Geräusch, dass irgendwas stirbt, aber das sind wahrscheinlich unsere Fliegen, die gerade einfach gespawnt werden. Weil The Mulligan ist eigentlich ein ziemlich cooles Item. Oh, endlich, einer ist weg. Einer ist endlich gestorben. The Mulligan ist eigentlich ziemlich gut. Nur man muss halt irgendwie dazu kommen, es zu nutzen. Und bei so wenig Tierrate, wie ich habe, um so wenig Damage machen diese Fliegen auch kaum Schaden. Und ich spawn auch noch relativ wenig davon. Bitte nicht umdrehen einfach. Juhu, eine weitere Bombe, so wie ich es mir gewünscht hatte. Wir durchsuchen einfach nochmal sicherheitshalber die Ebene. Vielleicht finden wir noch eine dritte Bombe. Dann könnte ich mir nämlich 12 Bomben holen. Zweimal Tour of Clubs erhalten. Das ist natürlich schon ziemlich cool. Allerdings... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fliegen tötet es, bevor es mich angreift. Wir kriegen noch eine Bombe. Cool, wir kriegen jetzt schon 12 Bomben insgesamt. Oh Gott, nicht cool. Ahahaha, lasst mich durch. Böser, 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 böser Raum. Ganz böser Raum. Nein. Da werden wir bestimmt nicht reingehen. Okay. Einmal. 6 Bomben. Und noch ein weiteres Mal. Wo war die Karte? Hier, genau. Als erstes sprengen wir den hier frei. Halten einen Schlüssel, den wir auch garantiert irgendwo einsetzen werden. Ich weiß noch nicht genau wo. Moment, zurück. Zurück. Hier. Einmal freisprengen, bitte. Erhalten. 2 Münzen, okay. Es gibt einen Shop auf der Ebene. Wir haben den Steam Sale, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich glaube, das ist der Steam Sale. Es würde sich theoretisch lohnen, da reinzugehen. Aber wenn da Greed drin ist, ist das einfach ein herber Verlust. Wir gucken aber nochmal hier, was sich hier verbirgt.
Ein Schlüssel und ein Herz. Okay, wir gehen in den Shop. Und es wird bitte, bitte nicht Greed. Okay, es ist nicht Greed. Stattdessen haben wir die Möglichkeit, die Karte zu kaufen. Die nehme ich mit. Denn jetzt weiß ich, wo der Geheimraum ist. Okay, da hatte ich den Geheimraum auch eigentlich vermutet. Aber eine Vermutung nützt leider nicht viel manchmal. Wir gehen mal hier raus, erhöhen dadurch den Bombenradius, damit wir auch hoffentlich an die Kiste rankommen. Richtig, öffnen die Kiste und kriegen jede Menge Zeug. Das ist sehr, 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 sehr gut. Und dafür müssen wir jetzt gegen Greed kämpfen. Wir können einfach wieder rausgehen. Wir können einfach wieder rausgehen. Wenn das uns zu hart ist, gehen wir wieder raus. Ich möchte ehrlich gesagt nicht wieder rausgehen. Weil Greed könnte Geld droppen für uns. Und das Geld ist wichtig, weil im Shop waren Seelenherzen und Rotherzen und wir haben es geschafft. Alles einsammeln, was hier so rumliegt. Ein Seelenherz für uns. Wir kriegen auch noch eine Karte. The Joker. Ich weiß nicht, was The Joker auf dieser Ebene macht, wenn ich die Karte jetzt einsetze. Ich habe die Befürchtung, das würde mich einfach nur in die nächste Ebene bringen, deswegen setze ich es nicht ein. Okay. Ich will wissen, was das ist. Telepilz. Ah, okay. Wir nehmen das mit. Wir nehmen das mit. Will ich die Joker-Karte, will ich die Telepille jetzt einsetzen? Ach komm. Okay. Wir sind im Error-Raum gelandet. Juhu. Erhalten noch irgendwelches Zeug. Und den Laser. Ich frage mich, ob ich den mitnehmen will. Bitte lass uns irgendwas Gutes sein. Ein Health Up. Ist zwar tatsächlich was Gutes. So, jetzt die Frage. Nehme ich den Laser mit oder nehme ich das Kartendeck mit? Ich nehme den Laser mit. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Oder ist es ein Fehler? Ach komm, wir nehmen den Laser mit. Das Kartendeck braucht Ewigkeiten zum Aufladen. Ich glaube, der Laser braucht wesentlich, wesentlich weniger Räume zum Aufladen. Ich hoffe einfach, dass es kein Fehler ist. Geheimraum mit Geld. Okay, wir haben schon mal einen Geheimraum mit Geld erhalten. Immerhin etwas. Wir haben keine Ahnung, wo der Boss ist. Das ist so unser einziges Problem gerade. Wir haben auch kein Polaroid. Das ist natürlich auch nicht so toll. Weil wir den Kampf gegen Marm übersprungen haben. Von daher ist es eigentlich vollkommen egal, ob ich halbe Herzen habe oder nicht. Okay, der Laser hat mir genau gar nichts gebracht. Beziehungsweise relativ wenig. Der Chub-Angriff hat mir auch relativ wenig gebracht. Okay, jetzt möchte ich noch irgendwie... Genau, sehr schön. Wir gehen einfach mal hier lang. Moment. Sehr gut, das hat funktioniert, wie ich mir es vorgestellt hatte. Wir kriegen noch ein halbes Herz, eine Münze und gehen weiter und finden leider nicht den Bossraum, sondern nur den Sündenraum. Ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Hilfe. Die Runs werden gerade nicht sonderlich einfach. Oder dieser Run wird gerade nicht sonderlich einfach. Der letzte war relativ einfach, aber der hier nicht so. Denn da möchte ich nicht rein. Wir haben 20 Münzen. Ich müsste einen Arcade-Raum finden, theoretisch. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel mir noch jetzt einen Arcade-Raum gibt. Gehen wir mal testeshalber hier rein. Stellen fest, dass das eine blöde Idee war. Aber ich glaube, ich habe den Laser einigermaßen sinnvoll eingesetzt, auch wenn ich Leben verloren habe. Ein Seelenherz. Wunderbar. Ein Auge, was sofort Platz. Ein Seelenherz. Ganz viele böse Gegner, die alle auf uns zurennen wollen und uns töten wollen. Das ist nicht schön. Aber wir haben die Fliegen. Auch wenn die Fliegen im Moment ziemlich, ziemlich wenig Schaden machen, weil wir generell ziemlich wenig Schaden machen.
Nein, ich wollte nicht in den Gegner reinrennen. Das war definitiv nicht beabsichtigt. Warum bleibt diese Pfütze eigentlich nicht da? Es wäre viel sinnvoller, wenn die da bleiben würde. So ist das Item vollkommen unnützig. Bitte stirb, danke. Okay, wir haben ein großes Problem jetzt. Bösen Gegner sind schon mal weg. Ich renne natürlich voll in den Gegner rein. Aber wirklich genau. Und wir kriegen nochmal 2 halbe Herzen. Sehr, 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 sehr gut. Ja, hier. Viel Spaß. Das war nicht so wie beabsichtigt, aber ich musste leider ausweichen, sonst hätte mich der Gegner getroffen. Oh, da fliegt mir noch eine Fliege, die habe ich irgendwie übersehen. Nein. Bin tatsächlich jetzt stiller, aber das ist, seid ihr ja von mir gewohnt. Wenn ich mich konzentrieren muss, dann muss ich die Klappe halten. Das ist auch so ein kleines Problem in diesem Spiel. Man kann nicht irgendwie nebenbei tolle Dinge erzählen. Man muss sich auf das konzentrieren, was man hier gerade macht, wenn man einen einigermaßen erfolgreichen Run zeigen will. In diesem Spiel geht es irgendwie weniger darum, was derjenige zu sagen hat, der es das Spiel spielt, sondern es geht darum, was dabei rumkommt, meiner Meinung nach. Es gibt Spiele, da ist das nicht so. Zum Beispiel Minecraft, da kann man gut mal eben über andere Dinge labern. In diesem Spiel ist es nicht so. Es geht um Leben und Tod. Und da kann man nicht mal eben vom Thema abweichen. Ist eigentlich schade, weil man würde doch gerne mal was anderes erzählen, aber man kann nicht, weil man weiß, man wird jede Sekunde sterben, wenn man das versucht. Sobald du hochkommst, werde ich meinen Laser auf dich abfeuern. Kommst du hoch? Es wäre schön. Sehr gut, es hat kaum Schaden gemacht, aber wir haben den Laser benutzt. Der Laser könnte ruhig ein bisschen stärker sein. Im Moment kommt er mir ziemlich unnützlich vor. Little Chap hat ihn total getroffen. Kann er sich damit eigentlich selbst damagen? Ich glaube ja. Sollten wir mal irgendwie probieren, ob wir es ausnutzen können. Der Kampf gegen ihn ist übrigens ziemlich nervig, weil er ständig am Rumhüpfen ist. Und extrem viel aushält im Gegensatz zu Pin. Okay. Ich möchte dich gerne bald besiegen. In Kürze. In Bälde. Aber nicht so. Am besten ohne Leben zu verlieren. Bester Witz, den ich jemals gebracht habe. Wenn ich das schaffe, obwohl es eigentlich gar nicht mal so unwahrscheinlich, so schlimm ist der Kampf ja nicht. Ist nur nervig. Okay, damit hat sich das schon mal erledigt. Wir erhalten die Box. Mit einem Trinket, was wir noch gar nicht hatten. Child's Heart erhöht die Chance auf Herzen, glaube ich. Ein Health Up. Bomben. Die Karte The World. The World werde ich mir für die Satans-Ebene aufheben. Und wir gehen in die nächste Ebene. Langsam wird's ernst. Langsam wird's ernst, was hier passiert. Ich könnte The World jetzt einsetzen und wüsste sofort, wo der Raum ist. Ich weiß allerdings nicht, ob ich das möchte. Bitte gib mir ein Item. Ja, ich mache auch alles, was du mir vorschlägst, aber nur, wenn du mir ein Item gibst. Nein, ich werde nicht aufgeben. Später vielleicht, aber nicht jetzt. Aufgeben tue ich erst, wenn die rote Anzahl meiner Herzen gegen 0 geht. Wenn die Anzahl meiner roten Herzen gegen 0 geht. So macht es mehr Sinn. Was bis jetzt aber noch nicht der Fall ist. Ich hoffe, das bleibt so. Oh, 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 was ist das? Tür of Spades verdoppelt meine Schlüssel. Okay, schon mal ganz nett. Ich werde definitiv hier nicht nochmal hin zurückkommen. Der Burn Penny gibt mir Bomben, möchte ich nicht haben. Gib den anderen wieder. Denn ich möchte lieber Herzen haben. Herzen sind wichtiger. Eine Karte mit. The Magician bringt mir nichts. Ich lege jetzt die Karte sofort ein, damit ich sie ja nicht wieder aufsammle aus Versehen.
Komm schon, gib mir die Kugel. Die komische Glaskugel da. Gib mir die Glaskugel. Upsa. Keine Glaskugel? Keine Glaskugel für mich? Nein? Komm schon. Gib mir die Wahrsagekugel. Nicht das Safety Cap. Einen Versuch habe ich noch. Wow, das war nicht nett von dir. Okay, wir haben zwei Bomben ausgegeben, kriegen eine Bombe zurück und gehen in den Geheimraum und hoffen, dass dort irgendwas Tolles drin ist. Jede Menge Geld. Hätte ich mal den Automaten nicht zerstört, könnte ich daran jetzt auch spielen. Das ist ein netter Raum. So mag ich das. Kriegen noch Bomben, Herzen, Schlüssel. Das ist auch ein toller Raum. Hier, deine Bombe, bitteschön. Unser Laser ist wieder einsatzbereit. Wir haben zwar leider Leben verloren, als ich den Laser eingesetzt habe. Ließ sich aber irgendwie nicht vermeiden. Hilfe, ich mag euch nicht. Keiner mag euch. Wird lästig und hüpft ständig nur herum. Gut, wir gehen in den Kampf. Eve versus It Lives. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das jemals hinkriegen soll. Ich muss eher hoffen, dass ich dieses einen Laser ausschalte, dann kann ich mich um den anderen kümmern. Ich treffe ihn nicht. Geht doch, triff ihn. Sehr schön. Okay, der Explodierende ist explodiert, das ist schön. Jetzt nur noch dafür sorgen, dass ich irgendwie heile durchkomme. Ich hänge an der Wand fest, okay. Möchte überleben. Wow, Monster, das war echt gefährlich. Unsere Items sind gar nicht so schlecht. Wir haben eine Chance. Wir haben eine Chance, den Run zu gewinnen. Vorausgesetzt, wir kommen hier irgendwie zu Satan. Wir haben die World-Karte, die uns direkt den Weg zu Satan zeigen wird in der nächsten Ebene. Das war gerade riskant, einfach stehen zu bleiben. Es hätte auch ziemlich nach hinten losgehen können. Und wir machen höllisch wenig Schaden. Wir machen wirklich wenig Schaden. Oh Gottes Willen, ich mag euch nicht. Ich muss irgendwie diese Viecher schnell loswerden, weil ich glaube, das sind eine der größten Feinde, die mir hier auftreten können. Vor allem, wenn es die explosive Form ist. Nämlich die explodiert meistens mitten in meinem Gesicht. Nochmal Monstro, okay. Ich habe kein Problem mit einem langen Kampf. Ich habe nur ein Problem damit, wenn der Kampf nervt. Bis jetzt tut er es noch nicht. Monster ist tot. Little Chub, wie gesagt, ist meine einzige Rettung in diesem Kampf. Und ich hoffe echt, ehrlich gesagt, nicht, dass Mom diese Gegner spawnt, während sie in die zweite Phase übergeht. Denn sonst könnte das eine ziemlich unangenehme zweite Phase werden. Oder eine ziemlich kurze, je nachdem. Hoppala. Ich weiß gerade nicht so recht, wie ich mit euch am besten klarkommen soll. Weil ihr immer ständig irgendwas macht, was mir auf den Keks geht. Losfliegen, tötet ihn. Oder tötet es. Danke. Little Chap. Wow, das war knapp. Das war knapp. Der Duke of Flies. Sollte kein Problem sein. Dank Little Chub. Yep. Richtig. Was würde ich für ein Damage Upgrade tun? Ich hätte gerne ein Damage Upgrade. Weil das macht auch meine Fliegen stärker. Vielleicht finde ich in der Satans-Ebene eine Bibliothek. Weil ich da eine Bibliothek finde mit
Oh, das wäre tatsächlich eine Überlegung wert, die Bibliothek suchen zu gehen. Wir spielen total Eve-untypisch. Wir spielen auf Survival. Wir kriegen Herzen, wir haben Little Shop, der uns ab und zu rettet. Wir haben nur Utility-Items, bis auf Little Shop, der Damage macht. Kein richtiges Damage ab und nur ganz viele Leben. Nochmal. Ach man, geht doch weg. Ja, 14 Bomben, wir könnten sie nutzen. Wäre vielleicht sogar intelligent. Natürlich nicht so. Einer ist weg, okay. Ich benutze die Bombe gleich mal anders, dass ich die vielleicht direkt zum Marm schiebe. Wodurch wir ein bisschen mehr Schaden machen können. Hoppa. Bin immer noch besorgt darum, dass ich hier gleich irgendwie Schaden kriege aus irgendeinem Grund und dann irgendwie in Panik verfalle und dann nur noch schlecht spiele. Hier. Das macht sogar einigermaßen Schaden. Ich glaube, das mache ich weiter. Hier. Das hat aber überhaupt nicht getroffen. Ach, nicht gut, nicht gut. Okay, Gegner tot. Hier. Das hat tatsächlich getroffen. Und wir sind in der zweiten Phase angekommen. Bitte, 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 lass mich leben. Lass mich einfach leben. Little Shop ist tot. Ich muss aber da oben hin, sonst kann ich nicht angreifen. Oh, da konnte ich nicht ausweichen. Ich wäre jetzt gerne Samson, weil ich würde so viel Schaden machen. Und wir haben es geschafft. Okay. Wir nehmen einfach mal alles mit, was wir so kriegen können und gehen nach unten. Allein schon der Kampf gegen The Fallen wird mich töten. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Okay, Karte aufdecken. Wir müssen hier unten lang. Loki, zweimal. Hi. Loki, bitte lass das. Bitte lass das, Loki. Ich habe Angst davor, wenn du sowas tust. Oh. Ich möchte nicht von dir getroffen werden, ehrlich gesagt. Das Let's Play der Stille. Der Let's Player sagt einfach gar nichts die ganze Zeit. Unglaubliche Spannung. Ich weiß nicht, ob es könnte sein, dass es tatsächlich spannend ist. Allerdings eher für mich als für euch. Ein Spiel, wo man sich konzentrieren muss, kann selten unglaublich spannend für den Zuschauer sein. Zumindest ist das mein Gedanke. Was stimmt, weiß ich nicht. Loki, stirb. Nein! Verdammt, wir haben Schaden gekriegt. Loki, stirb. Loki. Hör auf damit. Wow, das war... Endlich ist er tot. Eine Slotmaschine. Oh, wie schön. Und sie gibt uns Herzen. Ich hab dich lieb. Du bist mein bester Freund hier auf der Ebene. Alles andere hasst mich. Und mich alle töten. Noch ein Herz. Dankeschön, mein Freund. Du bist der einzige Freund, den ich hier habe. Gibst du mir vielleicht noch eine Fliege, damit ich gegen Satan vielleicht gewinnen kann? Und dann komme ich wieder und gebe dir ganz viel Geld. Nein, nicht das Geld. Das andere Geld. Bitte? Vielleicht? Speed up. Das ist nett von dir. Ja, aber ich glaube, das brauche ich nicht so wirklich. Aber ich nehme natürlich deine Geschenke gerne an.
Was ist das? In a bad trip? Okay. Okay. Ich hätte gern die Bad Trip Pille wieder, wenn ich so recht drüber nachdenke. Problem ist, ich kann jetzt hier nicht raus, ohne den Automaten zu zerstören. Ich möchte ihn nicht zerstören. Okay, gehen wir mal hier lang. Und ich bereue es jetzt schon. Aua. Hier. So, deswegen ist der schon mal weg. Es tut mir leid, Automat. Ich glaube, ich muss gleich den einfachen Weg nehmen. Wow. Dass ich jetzt noch nicht gestorben bin. So lebte ich noch heute. Reed, hör auf damit. Wie kann ein Gegner so nervig sein? Wie kann er sowas überleben? Automat, ich habe dir ein Versprechen gemacht. Ich komme etwas eher. Nein. So. Und zwar, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Weil hier müssen wir so oder so rein, ob wir es wollen oder nicht. Ob wir es wollen oder nicht. Hier. Wir haben den Großen gesprengt, sehr gut. Und er hat eine Karte für uns fallen gelassen. Hoffentlich ist es eine Karte, die unser Geld verdoppelt. Nee, jetzt ist sie nicht. Vielleicht ist es ja The Lovers. Oder The Hierophant, was uns Herzen geben würde. Das wäre alles toll. Na? Alles toll. Alles supi. Okay, wie komme ich am besten gegen euch klar? Ohne jetzt übermäßig viel Leben zu verlieren. Ich habe so Angst, gegen euch jetzt Leben zu verlieren. Das würde wahrscheinlich den Ende des Runs bedeuten, wenn ich jetzt gegen euch Leben verliere. Ich stehe hier ganz blöd. Ich muss irgendwie in die Mitte bleiben, weil sonst greifen sie mich an. Töten mich. Ja, einer ist weg, wunderbar. Bitte nicht umdrehen einfach, bitte nicht einfach umdrehen. Bitte nicht einfach umdrehen, bleib nicht, tu es bitte nicht, okay? Okay, okay, wir haben es geschafft. Wir nehmen erstmal die Karte mit The Tower, okay, The Tower ist gut. Heben wir uns für den Boss auf, jetzt... Habe ich noch ein paar Münzen für dich. Wir werden The Tower auf jeden Fall nutzen, wenn ein Raum dort ist, wo einfach unglaublich böse Gegner drin sind. Ansonsten nutzen wir es bei Satan. Das Seelenherz werde ich erstmal nicht mitnehmen. Oder doch? Weiß es nicht. Okay. Noch irgendwas? Nein. Okay, jetzt die Frage. Sprengen oder... Es tut mir leid, Automat. Es tut mir leid. Oh, mein bester Freund. Skrupellos, wie Eve ist, hat sie ihren besten Freund umgebracht. Den Automaten. Dafür muss sie nun gegen solche Monstrositäten ankämpfen. Bitte, wenn einer davon sterben würde, wäre ich glücklich. Wenn Little Chap mir noch ein Herz geben würde, wäre ich noch viel glücklicher. Hahaha, wir sind so tot. Oh ja, da haben wir Leben verloren. Aua. Aua. Wow. Die Telepilz werde ich bestimmt einsetzen jetzt. Was mache ich jetzt? Das ist eine ziemlich blöde Situation gerade. Mache ich noch einen Raum? Irgendwo anders? Hoffe auf ein halbes Herz, an mich eine Chance. Ja. Weil hier liegt noch ein halbes Herz rum. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass ich... Oh ja, bei euch könnte ich es tatsächlich schaffen. Hier. Ich weiß, das hätte ich besser bei Satan gebrauchen können, aber... Hier treffe ich eindeutig mehr Gegner damit und so viel Schaden macht es auch nicht, als dass es irgendwie erwähnenswert ist. Bei Satan. Bitte werd dich getroffen. Ja,
Meine, euer Angriffsmuster ist jetzt nicht sonderlich kompliziert. Er ist sogar relativ einfach. Okay, jetzt ist es kein Problem mehr, hoffentlich, euch auszuweichen. Außer sie platzen natürlich, was sie hoffentlich nicht tun werden. Nein, tun sie nicht. Wir kriegen noch eine Karte. Es ist nochmal The Tower A. Wir kriegen sogar 2 Herzen insgesamt. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen zum Boss. Andere Möglichkeit habe ich nicht. Es war der größte Fehler meines Lebens. Ihres Lebens, besser gesagt. Los, den Shop. Ja, zerstöre ihn. Sehr schön. Ein Problem weniger. Ich möchte gerne den da unten loswerden, weil der ist am gefährlichsten für mich. Ich habe höllisch Angst vor dir. Wusste das und Ted hält sich auf. Das macht den Kampf nicht unbedingt einfacher. Habe ich das schon mal erwähnt? Das macht den Kampf echt nicht einfacher. Ich muss gerade sagen, ich bin echt aufgeregt, weil ich Angst habe. Ich möchte ehrlich gesagt hier nicht verlieren. Ich werde es aber höchstwahrscheinlich gleich tun. Mit so viel Off... Oh Gott, wir haben es tatsächlich eingeschafft. Einen haben wir besiegt. Wir haben eine Chance. Wir haben eine Chance, auch wenn sie winzig ist. Auch wenn die Chance winzig ist, wir haben eine. Sie ist vorhanden. Sie ist reell vorhanden. Chance ist reell vorhanden, Satan zu besiegen, wenn ich es durch diesen Bosskampf schaffe. Oh oh. Okay. Verdammt, jetzt bin ich... Jetzt sieht es wiederum schon ziemlich schlecht aus. Könntest du bitte aufhören damit? Ich darf nicht stehen bleiben, es hat keinen Sinn. Ich muss mich bewegen. Okay. Hier. Wenn er so weit hinten steht, ist das Ausweichen noch wesentlich einfacher. Komm schon, stirb, geh down. Er ist tot. Dritte Phase, wir haben einen Treffer kassiert. Okay, wir haben einen Treffer kassiert. Ich habe höllisch Angst, weil ich nicht weiß, wo der Gegner ist. Es ist möglich, es ist möglich, es ist möglich, es ist möglich, es ist möglich. Oh komm schon, bitte. Komm, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Nein. Nein, 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 nein. Es war so knapp. Na gut, dann nicht. Nächstes Mal bist du dran. Nächstes Mal bist du dran. Na gut. Leider nicht geschafft. Schade, schade, schade. Es war so knapp. Unglaublich knapp. Aber wir haben immerhin ein weiteres Item erhalten, was unserer Sammlung noch gefehlt hat. Little Chub. Und damit ist der Run vorbei. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zuschauen, auch wenn es am Ende ziemlich, ziemlich nervenaufreibend war für mich. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.